Hallo. Hallo. Ach, Herr Diawa ist wieder mal da. Hallo. Grüße Sie. Na, wie geht's? Weiterhin ein gutes Händchen für Halle. Dankeschön. Ich lese immer, was Sie alles machen. Das freut mich. Hey. Das freut mich. Schönen Tag noch. Das war nicht gestellt, ja. Ja, Karamba Diaby. Bin in Senegal geboren, 1961. Und bin in Deutschland seit 1985. Habe hier Chemie studiert. Und seit Sommer 86 lebe ich in Halle. Und bin seit 2013 Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Halle, Kabelsketal, Petersberg und Landsberg. Meine erste Berührung mit den Schrebergärten war 1992. In diesem Jahr habe ich dann die Möglichkeit bekommen, ein Thema für meine Dissertation zu bearbeiten: Schadstoffbelastung von Schrebergärten. Interessant, denn ich war nie in einem Schrebergarten. Wenn man das sieht, das ist alles geordnet. Das geht alles nach dem deutschen Kleingartengesetz. Da war ich total fasziniert. Ein zweiter Aspekt war die Begegnung mit den Menschen als solche. Also man muss sich vorstellen, 92, da sind nicht so viele Leute, die so aussehen wie ich, die so rumgesprungen sind in Kleingartenanlagen. Und da war für die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner natürlich eine Sensation. Und zweitens, ich kam dann mit meinem Thema, dass ich ihre Anlagen, die Böden, Pflanzen und Wässer untersuchen möchte nach Schwermetalle. Das war auch eine Sensation, die mir dann die Tür geöffnet hat mit den Kleingärtnern, die neugierig waren auf mich. Ich war auch neugierig auf die. Und auch das Soziale, was ich da herausgefunden habe, dass dieser Kontakt mit den Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern, die neugierig waren, Fragen, die sie hatten, dass ich die auch beantworten konnte, dass ich die auch fragen konnte: Was hast du in der DDR-Zeit gemacht? Was war deine Funktion? Wo hast du gearbeitet? Ist dein Betrieb auch abgewickelt worden? Wie ist es bei dir in der Familie? Hat einer von euch jetzt Arbeit? Und das alles hat mir dann geholfen, diese Gesellschaft besser zu verstehen, vor allem in dieser anfänglichen Zeit der Wende. Und das war eine spannende Zeit für mich, wirklich auch eine sehr schöne Zeit.